möchte einleitend ein paar Vorbemerkungen machen zu den Produktionsbedingungen meines Beitrags. Hört das? Ja. Hört man mich? Ja. Gut. Der basiert auf gemeinsam erarbeitetem Wissen, auf einem mit Florian Hohenstatt zusammen verfassten Text für eine Konferenz zu städtischen sozialen Bewegungen, die im April diesen Jahres in Hamburg stattgefunden hat. Aber auch auf den Praktiken und Diskussionen des Arbeitskreises Umstrukturierung Wilhelmsburg und im Spektrum der Initiativen für ein Recht auf Stadt in Hamburg. Aber dennoch spreche ich heute über mich, aus meiner spezifischen Position, aus einer doppelten Erfahrung mit sozialen Kämpfen und stadtpolitischen Konflikten. Als Sozialwissenschaftler genieße ich gegenwärtig das Privileg eines Stipendiums eines privaten Forschungsinstitutes und bearbeite damit einen spezifischen Forschungsgegenstand, um schlussendlich einen Doktortitel zu erlangen. Also schreibe ich mich damit in den Diskurs des wissenschaftlichen Feldes ein. Die Arbeit an meiner Dissertation ist aber auch meine spezifische Reproduktionsstrategie und ermöglicht mir einen weitgehend selbstbestimmten Alltag, in den ich deshalb meine Arbeit in stadtteilpolitischen Zusammenhängen in Hamburg relativ flexibel integrieren kann. Insofern besteht also in meinem Alltag ein doch enger materieller Zusammenhang zwischen Forschung und auf Transformation gerichtetem politischen Handeln. Und es besteht auch ein thematischer Zusammenhang. Ein Zusammenhang in den Wissensproduktionen, die in diesen beiden Handlungssphären mit ihren unterschiedlichen Rationalitäten stattfinden. In meinem Dissertationsprojekt erforsche ich nicht Bewegungen, sondern ein Machtfeld stadtpolitischer Konflikte. Ein Machtfeld, in dem auch ich agiere, das ich auch mitkonstituiere, in dem sozialwissenschaftliches Wissen eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Ich erarbeite mir somit ein Wissen über die Handlungsrationalitäten politisch-administrativer Akteurinnen, aber auch über Interventionspraktiken stadtpolitischer Initiativen und damit über Machtbeziehungen in umkämpften Stadtentwicklungsprojekten. Dieses wissenschaftliche Wissen interagiert aber mit dem Wissen als politischer Aktivist, zu diesem Sprachgebrauch sage ich auch noch was. Dennoch handelt es sich aber um grundlegend verschiedene Wissensbereiche und Handlungsrationalitäten. Und darauf möchte ich auch politisch insistieren. Wissenschaftliche Wissensproduktion und solche, die im Rahmen der politischen Praxis von Initiativen, Bewegungen geschieht, unterscheiden sich in meinen Augen, danke, fundamental. Also politisches Handeln verfügt über eigene Rationalitäten, hat einen Eigensinn, der nicht dem letztendlich doch rationalen wissenschaftlichen Diskurs und entsprechenden Argumentationslogiken unterworfen werden darf, sondern diesen Diskurs eben überschreitet und überschreiten muss, denn dieser ist selbst ein Element jener Machtbeziehungen, die doch transformiert werden sollten. Also Bewegungsforschung als strategischen Think Tank zu betreiben, kann meiner Meinung nach nichts in der Sache sein. Okay, jetzt zum Problemaufriss, zum ersten, der sich mit den Fragen, die diese Konferenz aufwirft, auseinandersetzt, und zwar mit den impliziten Voraussetzungen dieser Fragen. Mir scheint, dass der Einladungstext zu dieser Konferenz ein untergründiges Begehren artikuliert, das auf die politische Legitimierung von Bewegungsforschung gerichtet ist, also auf das Zuerkennen einer gewissen Relevanz dieser Forschung für Bewegungen, und zwar auch durch Bewegungen selbst, durch die, Zitat, Subjekte des Protests. Akademische Bewegungsforschung will gebraucht werden. Das ist nachvollziehbar, denn sie ist sich offenbar selbst einer Asymmetrie bewusst. Eine Asymmetrie, die darin liegt, dass Bewegungsforschung eben Bewegungen braucht, sonst könnte sie als sozialwissenschaftliche Spezialdisziplin aufgelöst werden. Aber brauchen Bewegungen auch Bewegungsforschung? Benötigen die Subjekte, die gesellschaftliche Konflikte jenseits etablierter politischer Handlungsformen demokratisch-kapitalistischer Staatlichkeit artikulieren, benötigen sie das Wissen der Bewegungsforschung? Oder anders, wie wird dieses Wissen, das die politischen Subjektivitäten eben dann als Bewegungsakteurinnen oder Aktivistinnen benennt, produktiv in den Praktiken der so Adressierten? Das verweist also auf die Frage, wer überhaupt adressiert wird als Subjekt. Subjekte des Protests, die, Zitat aus dem Einladungstext, theoretisch und konzeptionell nicht um den Aspekt der Handlungsfähigkeit der Gestaltung der Welt gebracht werden sollen. Wie wird Gestaltung der Welt und Handlungsfähigkeit der Protestsubjekte oder der Aktiven gedacht, wenn denen zugeschrieben wird, sie hätten eben selbst Interesse an Auswertung, Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen Praxis? Welche Subjekte und welche Praxisformen kommen also so schon theoretisch, konzeptionell in den Blick, wenn es um Transformation gehen soll?
Genau, Protest verstanden eben als eine Praxis von unten. Stimmt, du machst selber Übersetzungen, deshalb weißt du mich immer so darauf hin. Ja, sorry, ich, das ist das Problem, wenn man irgendwie mit diesem ja, Zeitlimit und so weiter umgehen muss. Okay. Genau, also Aktive, die offensichtlich ein Interesse daran haben, ihre Form politischen Handelns auf wen inaktive Subjekte auszuweiten, wie es dann naheliegt, das zu deuten. Mein eigener Handlungshorizont, städtische soziale Bewegungen in Hamburg, Initiativen für ein Recht auf Stadt, bilden sozusagen den zweiten Problemaufriss, von dem ich heute ausgehen will. Da gibt es durchaus Selbstkritiken, Kritiken, Problembeschreibungen in den Formeln wir und die anderen oder eben anders formuliert, warum kämpft die Subalterne nicht oder warum kämpft sie nicht mit uns? Ich will dieses Spektrum aus meiner eigenen Erfahrung heraus kurz skizzieren, dieses Spektrum von Initiativen, das sich seit 2009 vernetzt unter eben diesem an Henri Lefebvre angelehnten Slogan. Und da gibt es ungefähr so drei Haltungen. Die erste sagt, Stadt selber machen, also als Politik der ersten Person, Politikformen reichen von Freiraumpolitiken, Hausbesetzungen bis zu Gegenplanungsprojekten. Also in gewisser Weise geht es um Aneignung städtischer Räume. Eine zweite Haltung betrifft so Interventionen, Bündnisse und Kampagnen, die entsprechen für sich, also Kritiken an Mietsteigerungen und Wohnungsnot, Gastronomisierung und Gentrifizierung bestimmter Viertel, mit dem Sprechen für andere verbindet, die beispielsweise also eine Stadt für alle fordern und sich gegen Verdrängung der Armen, MigrantInnen oder anderer Unerwünschter stellen. Das sind klassische Politiken wie Petitionen, Kampagnen, Demonstrationen, Aktionstage. Und es gibt nachbarschaftliche und stadtteilbezogene Ansätze, zum Teil Strategien aktivierender ja, Community-Organizing-Ansätze, zum Teil von stadtteilbezogenen Akteuren sozialer Arbeit, die eben in beobachtete Konflikte parteilich intervenieren, Stadtteilversammlungen, Mieterinnenversammlungen und so weiter. Und eigentlich in allen werden oder in diesem Zusammenhang Konglomerat verschiedener Politikansätze werden im Grunde ja so Selbstkritiken artikuliert entlang von drei Linien. Übergreifend ist eben die Beobachtung, dass es sich ja offensichtlich bei Recht auf Stadt Hamburg um eine Mittelschichtsbewegung handelt. Also zugespitzt, AkademikerInnen kämpfen für ihre Vorstellung von der guten Stadt. Das sind artikulationsmächtige AkteurInnen in der medialen und städtischen Öffentlichkeit. Die nichtbürgerlichen Klassen sind in den Initiativen kaum präsent. Das Ganze wird auch entlang der Koordinate Zentrum-Peripherie diskutiert, also ein Problem der Zentrenfixiertheit, die Frage der Wohn- und Lebensverhältnisse an den Rändern der Stadt kaum ernsthaft stellt. Und da artikuliert sich natürlich auch eine sozialstrukturelle oder auch klassenpolitische Segregation im städtischen Raum. Und die dritte, das ist nicht meine Formulierung, fragt etwa, wo sind denn die migrantischen Communities? Diese Frage überlagert sich einerseits mit den anderen beiden, andererseits hat sie aber eben auch eine ganz eigene Qualität, weil darin eine Asymmetrie und Dominanzstruktur benannt wird, die die Definitionsmacht über politische Relevanz von Artikulationen auf der Seite der Aktiven, der vornehmlich weißdeutschen AktivistInnen verortet. Die Kritiken sind ja nicht außergewöhnlich, die findet man ja in allen möglichen ja, Politikfeldern linker und linksradikaler, außerparlamentarischer Bewegungen, Initiativen. Die werden immer mal wieder artikuliert und es gibt auch erfolgreiche Ansätze durchaus, Asymmetrien und Hierarchien aufzubrechen, die ja schon zum Teil in der Art stecken, wie diese Fragen gestellt werden. Was aber hier implizit verhandelt wird, und darauf möchte ich eben heute besonders eingehen, ist das Sichtbarkeitsregime oder das Unsichtbarkeitsregime von städtischen Kämpfen, von Kämpfen der Subalterne und damit auch die oft fehlende Selbstpositionierung und Sensibilität für die Ausschließungspraktiken und Ausschließungsmechanismen eines Aktivistinnenmilieus, das eben vornehmlich aus weißdeutschen Menschen mit Hochschulabschluss besteht. Die implizite Unterstellung ist ja im Grunde, dass wenn die Marginalisierten nicht auf unsere Pläne kommen, unsere Initiativen
teilnehmen oder in der stadtteilpolitischen Öffentlichkeit präsent sind, dass es da auch gar keine Proteste, Widerstände oder kollektive Praktiken der Zurückweisung von Diskriminierung und Ausschluss gebe. Dieses Problem der Wahrnehmbarkeit verweist auf eine politische Machtstruktur der Repräsentation, die zwar dann Artikulationen der Marginalisierten nicht unterbinden kann, diese aber eben nicht als verstehbare Stimme im Raum des Politischen präsent werden lässt. Und diese Problematik der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit unterschiedlicher Kämpfe und Kampfformen betrifft nicht nur die Aktivistinnen für ein Recht auf Stadt in Hamburg, sie betrifft eben auch die bewegungsnahe kritische Stadtforschung, die eben auch in Anlehnung an das Konzept von Henri Lefebvre arbeitet und die eben auch eine Mittelschichtsdominanz, die Abwesenheit der Marginalisierten in städtischen sozialen Bewegungen identifiziert und da eben auch auf Unterschiede verweist zu entsprechenden Politiken in den USA. Dieser Ansatz sieht ja eine besondere Produktivität gerade in der Verbindung der Kämpfe der Marginalisierten mit den kulturell Entfremdeten, wie es Peter Marcuse eben nennt. Man kann aber beobachten, dass auch in den Veröffentlichungen zu städtischen sozialen Bewegungen, jetzt vor allen Dingen auf Deutschland bezogen, oftmals nur ganz bestimmte Konfliktartikulationen auftauchen. So ist es beispielsweise von einiger Bedeutung, dass im jüngsten Sammelband zu Initiativen für ein Recht auf Stadt, den André Holm und Dirk Gebhardt rausgegeben haben, zwar erstmal eine konzeptionell offene Herangehensweise an, Zitat, gegenwärtige Forderungen, Proteste und Alltagskämpfe gewählt wird, dass aber dann doch und vor allen Dingen eben in den auf Deutschland bezogenen Beiträgen klassisch bewegungsförmige Recht auf Stadtpolitiken im Mittelpunkt stehen. Es kommen eine Vielzahl von Akteurinnen vor, die eben diverse politische Strategien zum Einsatz bringen. Nicht klassisch bewegungsförmige Konflikte werden im Sammelband aber nur in Bezug auf das Thema Migration oder außerhalb der Europas und der USA beschrieben. Und da wo, und an den Stellen oder in den Orten zusammenhängen, wo es dann bewegungsförmige Konflikte zu beobachten gibt, werden andere Artikulationen im Grunde nicht mehr untersucht. Auch eine bewegungsorientierte kritische Stadtforschung gilt es also zu fragen, welche Konfliktpraktiken in ihren Fokus kommen und welche nicht. Erfolgt die Beobachtung und Kritik daran, dass Recht auf Stadtproteste in Deutschland eine Mittelschichtsveranstaltung seien, möglicherweise aus einer Perspektive, die die Konfliktartikulationen der Marginalisierten oder der als solche Adressierten eben nicht wahrnimmt, beziehungsweise eben erst dann, wenn sie die organisatorische Form von Bewegungen annehmen. Ich glaube, es ist nicht unplausibel, hier von einem produktiven Zusammenhang des Wissens der Begleitforschung von Bewegungen mit den Selbstwahrnehmungen und Politikkonzepten der Aktivistinnen auszugehen. Es könnte also so eine Art kreisförmige Selbstbestätigung von kritischer Wissenschaft und Aktivismus sein. Die Frage, die ich also stellen möchte, ist eigentlich nach den begrifflichen Voraussetzungen, wann bestimmte Konflikte und Konfliktartikulationen als Bewegungen adressiert werden und ob damit nicht dann letztendlich eben auch dieses Verdikt der Mittelschichtsbewegung in einem Zusammenhang steht. Und meine Beobachtung ist da schon, dass auch die kritische Forschung städtischer sozialer Bewegungen ziemlich viel zu tun hat mit dem Mainstream der deutschen Bewegungsforschung. Und deshalb möchte auch ich noch einmal, aber aus einer bisschen anderen Perspektive, so ein paar Essentials meiner Lesart zu dieser Forschung in Erinnerung rufen. Sehr schön anschaulich wird die diskursive Figur Bewegung mit all ihren Charakteristika an einem Aufsatz unseres Genossens Roland Roth im Forschungsjournal Soziale Bewegung aus diesem Jahr, in dem er das globale Protestjahr 2011 würdigt. In Anschluss an eine globale Protestkartierung im US-Magazin Times, also eine Zusammenfassung der Proteste, die es 2011 gab, zählt er dann auf, den arabischen Frühling, die monatelangen Besetzungen öffentlicher Plätze in westlichen Metropolen wie Madrid, Athen oder New York, die Sozialproteste in Israel, aber eben auch die Riots in London im Sommer 2011.
Rot erkennt hier eine internationale Protestkonjunktur, eine transnationale Konstellation, die ihn an die Jahre 1968 und 89 erinnert. Und zwar deshalb, weil ihn die Frage umtreibt, ob es den Protestierenden wieder einmal gelingt, Geschichte zu machen. Das hängt für Roth offensichtlich davon ab, ob sie mittels Protest politischen und sozialen Wandel herbeiführen können. Die Riots in London, die es ja ebenfalls auf diese Protestweltkarte der Times geschafft haben, spielen in seinen Überlegungen keine weitere Rolle mehr. Und dann liegt es ja nahe im Grunde zu glauben, dass die an den Riots Beteiligten eben nicht an der Schwelle zum geschichtlichen Subjekt stehen. Und das kann als Effekt der analytischen Perspektive dieses Paradigmas verstanden werden, indem Protest eben als eine urdemokratische Handlungsform, das habt ihr beide zusammen so in dem Handbuchbeitrag 2008 geschrieben, eine urdemokratische Handlungsform. Genau, also Protest ist immer eine auf eine politisch-demokratische Öffentlichkeit gerichtete Artikulation, nicht unbedingt demokratisch, aber auf eine politische Öffentlichkeit gerichtete Artikulation. Trägerinnen des Protests müssen dann Gruppen und Organisationen sein, die sich eben netzwerkförmig zu einem Handlungssystem verbinden, das durch Stabilität und Identität gekennzeichnet ist. Der Ausschnitt von Praktiken, der mit diesem Konzept dann analytisch zugänglich wird, beschränkt sich offensichtlich auf ein in hohem Maße organisiertes Spektrum, das sich einer Identität, einem Ziel, strategischen Mitteln mehr oder weniger bewusst sein soll und dementsprechend als ein artikuliertes Wir auch agiert. Also Bewegungen werden hier irgendwie beschreibbar im Vokabular einer Massenpartei. Es gibt eine Bewegungselite als organisatorischen Kern, Basisaktivistinnen, Unterstützerinnen, Sympathisantinnen. Zentral für diese heute so wirkmächtige Definition ist also, dass soziale Bewegungen als Phänomen der Moderne begriffen werden. Ihre Politiken geschehen in dem Wissen, dass eben der Mensch seine Geschichte selbst macht und müssten immer Versuche sein, einen auf eigenen Entwürfen beruhenden und nicht sich eben auf altes Recht berufenden gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen. Das war ein Zitat von Dieter. Die Fundierung von Konfliktartikulationen beispielsweise in einer Moral Economy, wie man ja in Anschluss an Thompson beispielsweise auch für die Riots annehmen könnte, werden damit zu einer Sache der Vormoderne. Zugespitzt lässt sich sagen, dass soziale Bewegungen als Handlungssystem bürgerlicher Subjekte der Moderne definiert werden. Und auch die neueren Überlegungen zur Bewegungsgesellschaft gehen dahin, dass Bewegungspolitiken mittlerweile zu einer allseits anerkannten Beteiligungsform von Bürgerinnen im politischen System der Bundesrepublik geworden sind. Demokratie ist dann das übergeordnete Thema sozialer Bewegungen in der BRD. Das ist also jetzt, weil es hier um die Bundesrepublik geht, so formuliert. Andererseits kann man aber auch dann daraus Schlüsse ziehen, wenn sich dann Roland Roth mit den internationalen Protestkonjunkturen beschäftigt, warum dann die Riots in seiner Überlegung eben gar keine Rolle mehr spielen, weil sie im Grunde nicht lesbar sind als kollektive Äußerungen, kein strategisch-politisches Handeln, keine Organisation. Den Konfliktartikulationen wird eine politische Dimension abgesprochen, also Straßenkampf mit der Polizei, Plünderung von Bekleidungsläden. Die Rioters machen keine Geschichte und offensichtlich auch keine Politik von unten. Wenn die klassische Bewegungsforschung also zunächst qua ihrer Gegenstandswahl gerade als offen für die Berücksichtigung sozialer Konflikte in der Analyse gesellschaftlicher Transformationsprozesse erscheint, so fällt bei genauerem Hinsehen auf, dass gar keine Konflikt, sondern eben eine Protestorientierung, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, hier leitend für die Perspektive ist. Somit wird im Grunde alles, was nicht diskursiv auf eine politische Öffentlichkeit bezogen ist, alle Konfliktpraktiken, die nicht in diese Vorstellung von Protest hineinreichen, abgeschnitten. Also Bewegung als unkalkulierte, kontingente Dynamik, aus der heraus Kollektivität in einer gemeinsamen Aktion erst entstehen kann. Aber auch der Eigensinn der Subjekte des Protests und Politiken des Alltags geraten aus dem Blick. Die kritische Stadtforschung ist weniger bemüht, Bewegungen zum anerkannten Teil des politischen Systems zu erklären,
Aber auch hier gibt es so eine Differenzierung, die eine Differenz in der Artikulation der Konflikte durch die am stärksten Marginalisierten und die kulturell Entfremdeten einzieht. Die Differenz beinhaltet aber auch eine Hierarchisierung, die sich nicht zuletzt darin zeigt, dass die einen Artikulationen als Bewegung und damit als politisches Handeln beschrieben werden und dann die Träger dieses politischen Handelns, die Aktivistinnen, denen wird dann die Aufgabe zugeschrieben, im Grunde die Mobilisierung und Organisierung der als passiv begriffenen anderen zu übernehmen. Wie könnte jetzt wirklich abschließend eine Perspektive aussehen, die diese implizite Hierarchisierung nicht mitmacht? Und ich glaube, dass es hier dann wirklich auch um die Frage geht, wie gesellschaftliche Transformation gedacht wird und ob Bewegung der Ausgangspunkt sein sollte und kann, gesellschaftliche Transformation zu denken. Auch wenn man davon ausgeht, dass es Bewegungen sind, die Konflikte artikulieren, so wäre doch meine Perspektive erstmal zu sagen, man sollte von Konflikten ausgehen und zu fragen, wer welche Gruppen diese auf welche Art und Weise bearbeiten, artikulieren und nicht Bewegungen an den Anfang zu setzen, weil meine Perspektive auch wäre, dass gesellschaftliche Transformation über zahlreiche unterschiedliche Konfliktpraktiken, bewegungsförmige, aber auch Kämpfe des Alltags, aber auch durch Riots, auch Rioters machen Geschichte, sich vollziehen. Und da möchte ich abschließend auf die Vorschläge, die Ellen Bareis und Manuela Wojacew gemacht haben, noch eingehen. Ein letztes Zitat, das wäre dann auch mein Abschluss. Ellen Bareis hat das in der aktuellen Ausgabe der Deriv wie folgend skizziert: Weder Migrationsbewegungen noch Aufstände noch das alltägliche Leben unter Ausschließungs- oder Armutsbedingungen, die paradigmatischen Situationen des Nicht-Repräsentierten und Nicht-Organisierten wälzen im direkten Sinn die bestehenden ökonomischen und politischen Verhältnisse um und wälzen sie doch täglich um. Sie schillern zwischen Reproduktion des Bestehenden und kleinen Sprüngen. Um die Antinomie zwischen der politischen Form des Staates und den Bewegungen, zwischen Machtinstrumenten und den alltäglichen Praktiken zu überwinden, müsse es darum gehen, Macht sowohl in Richtung Organisation zu verstehen, da sie strategische Ziele verfolgt, wie in Richtung Assoziation, da das Ziel der Assoziation die Transformation des alltäglichen Lebens ist. Sie gehen auch davon aus, dass in den assoziierenden Praktiken auch die Kapazitäten zur weiteren Organisierung erst liegen. Also von dieser Perspektive müsste man dann die Frage neu und anders stellen, was denn den Metropolenstreik oder das Handeln städtischer sozialer Bewegungen ausmacht. Ich hätte jetzt hier noch was zu sagen über das Verhältnis von Politik, Erfahrung und Wissen, aber das können wir auch irgendwie später machen. Vielen Dank. Wir sind alle ein bisschen zu ambitioniert und da kommen schon die ersten Meldungen. Christina. Ja, vielen Dank. Ich wollte gern, weil du ja eingestiegen bist, sozusagen mit einer Interpretation des Einladungstextes, ganz kurz was dazu sagen. Ich finde es ein bisschen überraschend, weil du sozusagen in gewisser Weise in Zurückweisung des Deutungsüberschusses der Sozialwissenschaften den Deutungsüberschuss an dem Einladungstext nochmal dargestellt hast, weil es ist ja gar nicht so, dass wir eine bewegungswissenschaftliche Tagung gemacht haben, sondern die Tagung fragt sozusagen nach der Perspektive der Subjekte und das durchaus im Sinne sozusagen auch von Einzelnen oder wenn sie zusammenhandeln, aber das ist gar nicht klar sozusagen, welches Prä dabei genannt ist und darin spielen Bewegungsforschung oder Bewegungsansätze eine Rolle, aber das ist zumindest, wir heißen auch Institut für Gesellschaftsanalyse und nicht Institut für Bewegungsforschung und haben insofern eigentlich gar keinen Anlass, uns sozusagen einen Gegenstand zu konstruieren, um damit unsere Existenzberechtigung zu belegen. Ich kann vielleicht, also weil ich finde, darin steckt schon auch noch ein weiterer Widerspruch oder vielleicht zunächst mal sozusagen, ich würde ja das, was du dann danach so ausgearbeitet hast, das ist ja eigentlich eine Übersetzung in einen anderen Theoriekontext, aber eigentlich genau die Übersetzung der Frage, kann es sein, dass bestimmte Handlungsperspektiven und bestimmte Konfliktwahrnehmungen von Leuten, um es jetzt mal
spektakulär auszudrücken, in der bisherigen Forschungsperspektive nicht vorkommen. Sozusagen, das ist ja die eine der leitenden Fragen der Tagung gewesen, die du aufgegriffen hast. Und insofern ist mir die Abgrenzung dabei gar nicht so klar. Und ich glaube aber, dass du in gewisser Weise ja eine bestimmte Trennung darin auch reproduziert hast, also auch in der Kritik, sozusagen, wie du gesagt hast, ja, wie werden sich die Aktiven da vorgestellt, weil das von meiner Perspektive aus gar nicht so klar ist, wo denn der Unterschied zwischen mir als Aktiver und mir als Forscherin und mir als Konferenzorganisatorin ist, sozusagen. Also das ist, also ich will damit keinen Trick konstruieren im Sinne von, wir reden immer über uns selber, deshalb haben wir die Akteure sozusagen oder die Subjekte schon drin. Aber es ist ja ein spezifisches Problem, das man hat, sozusagen aus einer aktiven Perspektive kommend, über solche Fragen sprechen zu wollen. Und das ist ja, finde ich, doch von vielen Leuten, die in der Konferenz sprechen, ein geteiltes Problem. Insofern finde ich die Abgrenzung nicht so ganz klar. War es das? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Kannst du da noch mal rein? Ja. Thomas? Thomas. Ich habe eine Frage, die ist ganz einfach. Das hat was mit der Subalternen und den Mittelschichten und so zu tun. Ja. Also, was versteckt sich eigentlich dahinter, wenn du darüber so sprichst in der Stadtpolitik? Also ich gehöre wahrscheinlich zur Mittelschicht und wer gehört alles zur Subalternen? Also einfach nur mal, um zu verstehen, wie du das so denkst. Und das Zweite, das traue ich mich fast nicht zu fragen, weil das irgendwie so zeigt, dass ich wenig verstanden habe, glaube ich, von dem, was du gesagt hast. Was aber damit zu tun hat, ist, ich hatte das Gefühl, es ist ein unheimlich dichter und anspruchsvoller Vortrag. Und ich bin an verschiedenen Stellen immer so hängen geblieben und habe darüber nachgedacht, was meint er jetzt eigentlich da und damit. Und ein Punkt, der mich aber interessiert, ist, deine Kritik am Ende, also ich weiß nicht so richtig, ob ich es verstanden habe, du hast dann ja gesagt, naja, die Bewegungsforschung und die spricht dann über bestimmte Dinge nicht, die kriegt sie nicht mit in den Blick, so, also Riots, ja, und selbst wenn es so wäre, könnte ich ja sagen, okay, die Bewegungsforschung kriegt das nicht mit in den Blick, ich kenne mich mit der Bewegungsforschung nicht so besonders gut aus, aber das ist für mich eine Kritik, die kann ich ja so formulieren, dass ich sage, okay, Bewegungsforschung sollte das erweitern, meinst du das? Oder kann man eigentlich einfach sagen, okay, wenn du aus der Perspektive gesellschaftlicher Transformation sprichst, okay, ja, dann muss ich mich mit sozialen Bewegungen, dann muss ich mich aber auch mit politischen Parteien auseinandersetzen, muss ich mich mit der Strukturierung des Staates auseinandersetzen, mit vielen anderen Dingen, ja, und das kann man ja nicht sagen, die Bewegungsforschung setzt sich eigentlich, macht Politikwissenschaft im Großen oder was der Teufel war. Und das Dritte war das mit der Moral Economy. Ja, also, nein, ich meine, man kann ja nicht sagen, Bewegungsforschung müsste jetzt eigentlich alles bearbeiten, was gesellschaftliche Transformation angeht und dann hat man so ein, ja, setze ich mich mit Parteien auseinander, setze ich mich damit auseinander und damit auseinander. Aber ich wollte eigentlich noch auf einen dritten Punkt hinaus, das mit der Moral Economy habe ich auch nicht so ganz verstanden, was du meinst, weil ich habe es eigentlich immer so gelesen, dass das ein ziemlich einflussreiches Konzept in der Bewegungsforschung gewesen ist, für eine Zeit zumindest in den 80ern. Also ich habe Publikationen gelesen, wo immer darauf zustimmend Bezug genommen wurde und so. Ich kenne jetzt nicht die neuesten Arbeiten und so, aber es schien mir jetzt nicht so zu sein, dass das total der Ausreißer wäre, wenn man sich darauf jetzt beziehen würde. Da ganz hinten ist ein Mann mit Brille. Ich wollte eigentlich nur eine Ambivalenz ansprechen. Also ich fand es einen ziemlich spannenden Impetus, dass du sozusagen versuchst zu fordern oder gefordert hast, Alltagspraxen mit in den Blick zu nehmen. Und deine Formulierung am Ende, dass es sozusagen darum, eigentlich eher darum gehen müsste, sozusagen sich anzugucken, was für eine gesellschaftliche Konfliktlage es gibt und wie die von unterschiedlichen Leuten bewältigt wird. Also dass das sozusagen sinnvollere Herangehensweise, das finde ich einerseits einen ganz spannenden Ansatz und muss gestehen, dass ich jetzt in meiner politischen Praxis sozusagen auch, also ich mache auch Stadtteilpolitik, also auch einfach da naheliegend war sozusagen diese ganze Mietenproblematik oder so, die brennt gerade den Leuten auf den Nägeln. Aber gerade wenn man jetzt mal bei dem Thema bleibt, mit deinem Ansatz läufst du, glaube ich, ein bisschen Gefahr, sozusagen Praxen oder eventuell zumindest Praxen als widerständig darzustellen, die ich nicht als widerständisch fassen würde. Also wenn man bei dieser Mietenproblematik bleibt, man hat gerade
irgendwie steigende Mieten in den Großstädten Deutschlands in vielen. Das ist ein Problem, was vielen Leuten sowohl aus der Unterschicht wie aus der Mittelschicht auf den Nägeln brennt. Aber sozusagen die Hauptformen, damit umzugehen, sind welche, die ich nicht als widerständisch betrachten würde. Also was weiß ich, man zieht an den Stadtrand, wo es noch eine billigere Wohnung gibt, man zieht enger zusammen irgendwie, wenn man sich's leisten kann. Man lebt dann halt mit einer fünfköpfigen Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung so. Das sind alles Formen des Umgangs mit dem Problem steigender Mieten, aber das sind nicht welche, die ich per se sozusagen als widerständisch klassifizieren würde. So, das heißt sozusagen, es ist total notwendig, einerseits diese Form der Praxen in den Blick zu bekommen und zu sehen, wie die Leute konkret mit der Problemlage steigenden Mieten umgehen, aber sozusagen, das ist nochmal was anderes als eine Erweiterung der Protestforschung, weil man wird uns auf unglaublich viel immanente Formen der Bewältigung dieser Konfliktlagen stoßen. Also, und das ist, finde ich, auch relevant, die in den Blick zu bekommen. Aber man darf die halt nicht dann sozusagen, wie das bei den Operaisten zum Teil passiert worden ist oder so, wo dann jede Zigarettenpause irgendwie, die mal um eine 30 Sekunden überzogen wird, gleich eine widerständische Praxis des revolutionären Subjekts ist. So, also ist, das ist eine durchaus Zurückweisung eine eines Zeitregimes, aber gut, egal. Also, die Frau hier in der Mitte links. Ja, ich wollte jetzt tatsächlich fast die Frage stellen, worin der Sinn von Bewegungsforschung liegt. Damit oute ich mich einerseits als große Laien, andererseits auch als sehr Interessierte. Und ich muss auch sagen, dass ich durchaus schon für meine eigenen Forschungsideen vielleicht hier einen super Input bekommen habe. Dass mir aber dann eben gerade, weil ich mich, glaube ich, eben mit dieser, nennen wir es subaltern, mit dieser Problematik mehr beschäftige aus anderen Perspektiven, mich jetzt tatsächlich frage, ist es tatsächlich so, wie das jetzt in deinem Vortrag ein bisschen rüberkam, dass es da zu wenig gibt in dem Bereich der konkreten Bewegungsforschung? Und wenn ja, warum? Weil ich tatsächlich auch diese Ansicht teilen würde, dass natürlich bestimmte Formen von Alltagspraxis Widerstandsformen aufzeigen oder Alternativen. Macht das Sinn als Frage? Also die Frage wäre tatsächlich eine ganz laienhafte dazu. Und ich denke, da kommt auch in den anderen Vorträgen noch was. Also ich wollte das nur noch mal in den Raum stellen. Das macht absolut Sinn. Die ist da. Ich frage die beiden Referenten, ob nicht zwischen ihnen eine Spannung besteht oder ein gewisser Gegensatz, der vielleicht jetzt gar nicht so offensichtlich ist. Also wenn ich Dario richtig interpretiere, dann will er ja Bewegungen als historischen und systemverändernden Akteur, zumindest hat er das Potenzial dazu, ganz ins Zentrum rücken. Während jetzt bei Moritz gerade was deutlich anderes gesagt wird. Die Bewegungsforschung konzentriert sich auf Bewegungen als halbwegs organisierte, längerlebige Phänomene etc. etc. und bleibt relativ blind oder ignorant gegenüber anderen möglicherweise transformierenden Formen des Widerspruchs, Alltagskämpfen, Riots und so weiter. Und du sagtest zusätzlich auch, man sollte, und da würde ich zustimmen, an den Anfang der Problematik nicht die Bewegungen als Kategorie setzen, sondern den Konflikt. Und ob daraus eine Bewegung erwächst oder was anderes, ist eine offene empirische Frage. Mhm. Aber zunächst mal habt ihr zwei sehr unterschiedliche Gewichtungen des Konzepts soziale Bewegung. Das wäre erstmal nur meine Frage oder meine Feststellung. Eine kleine Zusatzbemerkung. Innerhalb der Bewegungswissenschaft, die ja in keiner Weise einheitlich ist, gibt es ja ganz unterschiedliche Blickwinkel und auch einen weiten Horizont oder einen sehr kurzen Horizont. Und es gibt eben Leute, die durchaus Revolutionen, einschließende Bewegungsforschung, die Riots mitthematisieren, die auch die alltäglichen Widersetzlichkeiten, so heißt es bei Lüttke, dem Historiker, oder bei Alan Scott, Every Forms of Everyday Resistance, für die ist es einfach mit Thema der Bewegungsforschung. Und dann ist es eine offene Frage, wie stark organisiert, wie langlebig ist die Geschichte, hat sie nachhaltige Folgen, oder ist es einfach nur ein kurzer Knall und dann, danach ist wieder alles beim Alten. Und es gibt auch, letzter Hinweis, die Formel von Contentious Politics von sehr, sehr renommierten Leuten, die genau fordern, dieses alles wiederum zusammenzubinden. Also so gesehen
bewegst du dich auch wiederum gar nicht so stark im Gegensatz zur Bewegungswissenschaft insgesamt, sondern allenfalls wiederum im Gegensatz zu einzelnen Positionen. Ich glaube, ich muss einfach den Anspruch auch nochmal ein bisschen zurücknehmen. Ich habe ja eigentlich also eine Selbstpositionierung an den Anfang gestellt und den Fragehorizont, in dem ich mich bewege, und den Problematisierungshorizont, vor dem ich selber als Aktivist, aber auch als Wissenschaftler stehe. Ich habe gar nicht den Anspruch gehabt, mich an der Bewegungsforschung abzuarbeiten, sondern eine bestimmte Form der Bearbeitung städtischer Konflikte eigentlich in den Fokus gestellt und gegenwärtige Ansätze damit umzugehen. Die Theorien städtischer sozialer Bewegung stehen nochmal in einer anderen Tradition als bestimmte Teile der Bewegungsforschung. Da gab es auch eigenständige Entwicklungen, gerade zuletzt eben in der, zumindest habe ich das so wahrgenommen, in der Rezeption bestimmter Ansätze in der Bundesrepublik. Aber ansonsten würde ich Dieter eigentlich zustimmen. Also was ich total spannend fand, war sozusagen nochmal zu überlegen, mit welchen impliziten diskursiven Voraussetzungen ich eigentlich diesen Einladungstext gelesen habe, der mich natürlich genau darauf wieder verweist. Ich spreche nicht von einer externen Position, sondern aus diesem Feld heraus. Und im Grunde kann ich aber dann dennoch in den Begriffen, die und in den im Diskurs, den dieser Einladungstext auch fortschreibt, die Begriffe von Bewegungsforschung lesen und wiederfinden. Das heißt, da ist von den Aktiven und von den Subjekten des Protests. Ja, gut, okay. Ich kann sie wiederfinden. Das ist wahrscheinlich. Von daher ging es mir auch in dem Sinne nicht um eine Abgrenzung, die mich in dem Außen dazu positioniert, sondern darum, mich mit den Voraussetzungen, die auch ich teile oder die ich da drinnen lese, auseinanderzusetzen. Die Fragen von Thomas, also die eine mit der Moral Economy, die kann ich natürlich sofort zurückgeben. Ja, natürlich, aber nicht gerade, also ne, ja, aber das ist dann dieselbe Art der Beantwortung der Frage von Dieter oder der Anmerkung, dass es natürlich diese in Bewegungsforschung mit diesem Konzept gearbeitet wurde. Aber die Frage, warum die Riots, das war ja sozusagen der Aufhänger, in einer bestimmten Lesart nicht als städtische soziale Bewegung begriffen werden und damit eben als auch eine unpolitische Praxis begriffen werden und dann den Theorien, ne, das ist ja auch die Frage, welche Theorien kümmern sich dann darum? Dann werden irgendwelche Kriminologien oder Devianztheorien ausgepackt. Das sind ja auch Effekte der Depolitisierung, die problematisch sind. Die Fragen, ob Subalternität versus Mitgliedsbewegung, Subalternität wäre meiner Perspektive nach dadurch begründet, dass im Raum des politisch repräsentierten Artikulationen nicht wahrnehmbar, nicht lesbar sind, sondern diese zum Beispiel auch von anderen, die Regeln auch dieses Raums spielen, die gehört werden, die artikulationsmächtig sind, artikuliert werden, für andere sprechen. Und die Frage der Mittelschichtsbewegung ist natürlich so ein bisschen, das sind ja jetzt erstmal empirische Begriffe, das wäre eine Sozialstruktur, also in dem Sinne, dass ich sie als Aktivist, aber auch als Forscher in den Selbstkritiken höre. Die werden so beschrieben. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Politiken des Alltags, sind die per se widerständig? Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich würde schon sagen, dass man ausgehen muss von einem Set von unterschiedlichen Handlungen und vielleicht auch Sphären und dass der Alltag und die Art und Weise, wie er beschrieben wird, selber eben auch es gibt ja eine entpolitisierte Vorstellung von Alltag und das ist aber auch ein Effekt einer bestimmten Differenzierung.